wir haben im Bereich Konfliktmanagement in Mensch-Hund-Beziehungen einen zunehmenden Bedarf an Tätigkeiten, weil wir haben durch diese extremen Strömungen im Hundewesen, wir haben immer noch diese Hardcore-Ausbilder, wir haben aber auch das sehr gefährliche Wattebäuschenwerferlager, die erzieherisch auch keine klaren Konzepte haben und vermitteln können, haben wir natürlich sehr viel Unsicherheit in der hundehaltenden Bevölkerung. Das war der Hundeexperte Thomas Baumann zum Thema Konflikte in der Mensch-Hund-Beziehung. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gassi TV News. Durch Unterhaltungssendungen mit Hundegurus bei großen Fernsehsendern werden Hundehalter in Fragen der Erziehung oft irritiert. So sind Baumanns Seminare immer gefragt auf der Suche nach der Beziehung zum eigenen Hund. In der ersten praktischen Analyse entdeckte er bei vielen Hunden Konfliktpotenzial, wie zum Beispiel Stress, Probleme gegenüber anderen Hunden und teilweise Respektlosigkeit gegenüber dem Hundebesitzer. Und dieser Iststand am Samstag, der hat uns gezeigt, dass ganz individuell bei jedem Team gewisser Nachholbedarf auch im erzieherischen Spektrum ist. Und das hat dann heute schon ganz gut gefruchtet. Wir haben heute schon Hunde gesehen, die wesentlich stabiler, wesentlich klarer in der Mensch-Hund-Beziehung dastanden und die sich eben nicht diese vielen Ausreißer erlaubt haben, die nicht auf den anderen Hund, wenn er gerade entgegenkam, kompromisslos losgerannt sind, sondern sich auch zuerst mal am Hundehalter orientiert haben, weil einfach da eine neue Dimension der Führung gewachsen ist. Und ganz, ganz wichtig ist, dass wir auf der einen Seite nicht mit brutalem und extrem gewaltsamem Vorgehen den Hund brechen wollen, auf der anderen Seite aber auch nicht mit irgendwelchen scheinheiligen Argumenten dem Hund vermitteln sollen. Konflikte werden vermieden, da kommt ein Leckerli rausgezaubert, da gehen wir jetzt drum rum und schau und sich zwischen den Hund stellen. Einfach dieses klare Führen, zu sagen, wir gehen da jetzt zusammen durch und du verhältst dich neben mir anständig. Besonders auffallend war die Entwicklung dieses West Highland Terriers an dem Seminarwochenende. Der kleine Hund reagierte auf alles und jeden gestresst und aggressiv. Der hat auch deshalb einen Korb, weil er auch so in bestimmten Bereichen als bissiger Hund gilt. Es war sehr schön zu sehen, wie dieser Hund, den man A reguliert und sagt, stopp, das tust du nicht, das hatten wir gleich gestern Nachmittag gesehen, dass er das toll annimmt und dass er dann sogar, wenn man ihn loslässt, wieder die Nähe zu einem sucht und diese Wärme und diese Streicheleinheiten, auch das verbale Lob, wunderbar aufnimmt. Die meisten Hunde sind ja, wenn sie Stress haben, immer auch natürlich stark hormongesteuert. Wir haben Cortisol, wir haben Noradrenalin und das ist dann so ein brisantes Vorgehen der Hunde, die eigentlich ängstlich unsicher sind, die gehen dann mit Aggression nach vorne. Und wir haben die Möglichkeit, durch soziale Unterstützung A regeln und B aber auch auffangen, Wärme geben, Nähe geben, haben wir die Möglichkeit, über soziale Unterstützung diese beiden Hormone, Noradrenalin und Cortisol, tatsächlich anzugreifen. Das schaffe ich nicht mit Leckerli, das schaffe ich mit sozialer Unterstützung, mit sozialer Wärme, aber an der richtigen Stelle eben auch regeln. Regeln sind 10%, 90% ist tatsächlich das Kompensieren durch soziale Nähe. In praktischen Übungen sah sich der Hundeexperte die Hunde genau an. Was uns besonders überzeugte, war Baumanns Auflösung der Hunde aus den erzeugten Konfliktsituationen. Genau, das ist auch ganz wichtig, wenn ich den Stoffhund als Probanden habe oder wenn ich selbst verkleidet mit Hut und Krückstock auf den Hund zugehe, dann erzeuge ich Konflikte. Und das mache ich ganz bewusst, um zu sehen, wie geht dieser Hund mit Stress um, welche Stressantworten hat er bereit. Habe ich das gesehen, muss ich diesen Test nicht abbrechen, sondern auflösen. Das heißt, ich gehe dann quasi zu diesem Hund, der vorher Angst, Aggression mir gegenüber gezeigt hat, gehe ich in die Hocke, nehme meine Kapuze ab, greife in die Tasche und nahezu alle Hunde nähern sich daraufhin an und ich kann den Leckerli geben und Streicheleinheiten. Da kann ich dann immer davon ausgehen, da bleibt nichts hängen. Bis zum nächsten Mal. Eure Sarah Kerimas.